Hallo Freunde, heute gibt es ein neues Let's Play Minecraft Yoshiro Survival. Viel Spaß beim Anschauen! So, erstmal ein paar Fackeln bauen wieder. Oh, war es weg? Hab ich schon. Ja. Mal ein paar Sachen hier rauskloppen wieder. Und zwar Stöckchen, Eisen, Knochen, Pfeile, Zeug, kommen die Rüstung bei auch mal da rein. Genau, richtig. Diamantrüstung, die habe ich mir meistens angezogen im also aus dem Too Many Items. Am Anfang habe ich ja auch schon quasi im Kreativmodus gespielt mit meiner Welt, wo man die noch nicht umstellen konnte zwischen den verschiedenen Modis. Ne? Und da bin ich dann eben hergegangen und habe dann Scarlet offiziell. Hi, hallo, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Wie gesagt, da bin ich dann halt hergegangen und habe die, hab mir das Too Many Items dann benutzt, statt dem Kreativmodus, weil ich in der Welt ja auch ganz normal bauen und craften wollte und das konntest du ja in dem Kreativmodus da noch nicht, da hat das ja auch nicht alle Sachen. Ja, ich kann nicht besser klagen. Ich bin zwar ziemlich müde auf den Augen inzwischen. Auch schon fast 13 Uhr. Gott, dann bin ich denn jetzt dran hier. 13 Uhr. Wow, gar nicht gemerkt, wie viel Zeit vergangen ist. Wahnsinn. Ja. Wo war ich? Genau. Kreativmodus. Da habe ich mir zumindest auch immer aus dem Too Many Items die Diamantrüstung angezogen. Weil wenn ich dann irgendwo runtergefallen bin, von einem Turm oder so, weil ich am Bauen war, dann bin ich tot gewesen. Ansonsten bin ich immer tot gewesen. Ansonsten so mit der Diamantrüstung war dann immer nur die Rüstung kaputt, maximal. Und das war super. Deswegen habe ich mir die Dame angezogen. Ja. Nur dafür musste man natürlich erstmal hier Diamanten finden. Ne? Was wollte ich machen? Ich wollte was wegräumen. Und ich wollte, siehst du, ganz, ganz schnell wieder nach vorne. Ganz schnell wieder nach vorne zum Ofen. Der wirklich so lange durchhält. Weil wir haben jetzt schon 7 Eisen damit gemacht, mit einmal Lava. 7 Eisen, Bruchstein, 15 noch. 15 lassen wir noch laufen. In der Zeit kann ich eben den Rest hier wegräumen. Das weg. Taste erwischt. Oh ja. Oder. Fleisch wegräumen. Steine behalte ich hier, weil wollte ich ja eventuell noch mal gleich da reinschmeißen. Bei den Hangar hier, Hangar sage ich schon, den Zaun kommen weg. Zaun kommen weg. Und andere sind kann weg. Schon wieder einiges an Material. Diorit? Nee, Diorit ist hier. Was mache ich denn hier? Jetzt aber. Schön. Haben wir da ernten können oben? Dass schon wieder was gibt? Das sieht doch schon übersichtlicher aus. Keine Spitzhacke mehr, sehe ich gerade, merke ich gerade. Da brauchte ich, glaube ich, Stock für, meine ich. Ne? Das zu bauen. Na, wie sieht's aus? 5 noch. Ich hätte die noch hin.
Also wir hatten 7 Eisen plus 64 Stein dann. Dann lege ich den nächsten 64er Block rein und dann gucken wir, wie viel davon noch gehen. Dann weiß man genau, wie viel mit einem Eimer Lava so geht. Gleich schnell eben wechseln hier und dann passt das. 2. Oh, mal gucken, was da noch geht. So, so, da muss ich jetzt leider auf. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich wollte eine Spitzhacke bauen. So, genau genommen mehrere. Ohne die ist ja nichts los da unten. Da kommst du ja nicht weit mit. So. Spitzhacke haben wir auch wieder. Sehr schön. Ich kann da gleich unten noch mal eben gucken, ob ich da unten tatsächlich ein Endportalrahmen ist oder nicht. Ja, mal eben noch machen, aber ich verfütter noch mal eben die beiden. Jetzt eine Rüstung an. Ne? 1, 2, so macht Liebe. Los. Aber ich glaube auch eine Eisenrüstung geht kaputt, wenn ich Haue kriege. So. Dum. Den Gang ein bisschen höher machen sollen. Ich glaube, ich stoße mir jedes Mal den Kopf, wenn ich hier runterlaufe. Wieder runter. Ich stelle gerade fest, dass der, diese Anzeige, die ich da oben habe, die grauen Schilder, zeigen mir die Stärke meiner Rüstung an. Okay. Ich dachte immer, das wäre einfach nur, wie heile die Rüstung ist. Aber die ist ja noch nicht beschädigt, also die Stärke meiner Rüstung. Oder zählt das Schild auch? Weil Schild beschädigt ist. Kann natürlich auch sein. Das ist Gold, ne? Gold. Mein erstes Gold. Wie? Gut. Ist das kaputt? Ich glaube, da brauche ich eine andere Spitzhacke für. Sollte ich nicht mehr dran gehen, da brauche ich eine andere Spitzhacke für das Zeug. Kann ja nichts blubbern. Oh doch, da blubbert was. Was hier blubbert? Irgendwas blubbert hier. Jetzt sollte ich eine etwas höhere Position gehen, wenn ich hier. Oh ja. Ist ein Lavasee, guck mal. Boah, wie großer. Klasse. Oh. Ich glaube, das ist Obsidian, kann das sein? Ein bisschen Platz hier.
gucken Sie. Ja, das ist doch mal klasse. Jetzt kann ich auch ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt den Eimer, der Eimer ist oben. Schön, toll, super. Das haben wir natürlich den Eimer nicht, aber ist klar. Macht nichts. Funktioniert, sehr schön. So, dann mache ich da auch mal offen hier. Das ist aber ein Riesenteich hier, klasse. Selbst wenn die, guck mal, der geht ja bis da hin. Gucken, wie groß der ist. Wenn wir hier so am Rand rum so einen kleinen Weg bauen. Möglichst ohne reinzufallen. Wäre ärgerlich. Die Rüstung kaputt. Schöne Eisenrüstung. Gut gehört. Ich habe das nicht gehört, das Blubbern. Echt nicht. Ich habe den Spieleton habe ich ein bisschen leiser hier stehen, damit ich hier die Alerts und die ganzen anderen Sachen vernünftig mitkriege. Und vor allem, dass es nicht im Mikrofon so eingekoppelt wird. Und haben Blubbern gehört. Ist das nicht gesagt? Ich hätte wahrscheinlich gar nicht mal geguckt jetzt. Super. Große Hilfe heute. Große Hilfe heute, Drachenmutter. Mama. Ja, natürlich auch, logisch. Gespannt. Jetzt hier am Rand den diesen wegnehme. Ist dann wieder voll? Nee, guck mal. Gibt es keinen vollen. Gibt es tatsächlich nur Flusseffekt. Ja gut, okay. Lava füllt sich also nicht auf. Das ist sehr schade eigentlich. Da brauche ich jetzt nicht weiter rum. Zurückgehen. Das kann ich nicht abbauen, das geht kaputt, wenn ich es abbaue. Das ist blöd. Ach, das ist Lapis Lazuli. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das brauche, aber irgendwas brauche ich das. Hol mal ein bisschen Lava. Jetzt sollte ich mir dann in der Ecke von meinem Lager oben mal so ein kleines, obwohl ich habe ja drüben das Vorratsbecken. Mache ich ein bisschen größer. Und dann kann ich da drüben Lava einlagern. Genau, dann kommt Obsidian. Genau. Oh, genau. Deswegen wollte ich ja da drüben, deswegen hatte ich ja gehofft, genau genommen. War das, Moment, war der Mob? Meinem Lager wieder? Nö, gut. Nee, deswegen hatte ich ja gehofft, erstmal den Eimer hier rausnehmen. 25 plus 7 plus 46 sind, 89. Cool. 96. Mit einem Eimer Lava. Klasse. Also richtig ergiebig das Zeug. Ich habe hier drüben, habe ich das ja, hatte ich doch was gebaut. Ich habe hier drüben so eine Dings, ja, da habe ich doch Lava-Behälter gebaut. Und ich wollte ja eigentlich hier das mit Lava auffüllen, in der Hoffnung, dass sich das genauso nachfüllt wie Wasser. Das heißt, wenn du einmal so ein Sechser voll hast, ne, und dann an der Ecke was rausnimmst, dass sich das dann immer wieder nachfüllt, was ja leider nicht der Fall ist.
Ja, wenn das der Fall wäre, das wäre super. Dann hätte ich hier so eine unendliche Produktion gehabt von Obsidian. Hätte ich immer hier voll gemacht, Wasser drauf, Obsidian raus. Aber so ist das natürlich blöd. Da muss man immer gucken, dass man neue Lava findet. Nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Aber Gelegenheit, ein bisschen Lava hochholen. Achso, wir wollten gucken, Endportal, ne? Da eins ist. So, die Viecher waren auf. Schieben weiter geradeaus. Die Viecher waren auf. Moment, 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 Moment. Da noch durch, da noch durch. Ein Stück tiefer. Hier waren die, auf der Höhe waren die ungefähr. Kam die raus. Gucken wir doch hier mal, was wir hier so finden noch. In Richtung Wühlen. Was dabei rauskommt. Die Richtung. Die Lava, die einmal, das ist richtig. Das habe ich auch damit nicht gemeint. Ich wollte Lavasee machen, wie beim Wasser. Bei Wasser ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sechserblock Wasser setze und nehme dann eine Ecke Wasser raus, dann füllt sich das ja wieder nach. Und das ist ja dann wieder ein vollständiger Block, den ich wieder mit dem Eimer abnehmen kann. Das heißt, ich habe da jetzt sechsmal Wasser, kann da aber 100-mal Wasser schöpfen. Ohne weiteres. Tausendmal, spielt gar keine Rolle, weil es das immer wieder nachfließt. Aber bei Lava ist es nicht so. Habe ich gehört. Oder habe ich gelesen. Ich weiß gar nicht, wer hat das geschrieben. Müsste ich jetzt hochscrollen, um das zu sehen. Ja, und bei Lava war das jetzt eben nicht so. Und deswegen, das hat mich eigentlich, das war ja eigentlich mein Plan, das so zu machen. Lava. Leider Gottes, funktioniert nicht. Leider, leider. Wäre so schön gewesen. Wenn man jetzt unbedingt Lava haben möchte oder Lava braucht, bin überzeugt davon. Aber wenn man ganz ehrlich ist, Bruchstein, ne? Wenn du Felsen hast oder so. Und du haust den weg, hast du auch Bruchstein. Der steht ja automatisch durch das ganze Wühlen, ne? Das ist ja das Schöne. Weil du suchst ja einen Berg ab und dann hast du automatisch. Aber ich glaube, so was wie ein Endportal ist hier nicht. Ja. Dann müsste das ja auch eigentlich hier direkt irgendwo sein. Nee. So in relativer, unmittelbarer Nähe, sage ich mal. Nee, Endportal scheint hier nicht zu sein. Leider, leider, leider. Wäre schön, wäre richtig schön gewesen. Komme ich hier noch eine kleine Treppe rein, so, dass man hier hochtigern kann. Jetzt den letzten Stein, den ich rauskloppe. In Portal. Ah, schön wär's. Ja, aber Eisenerz habe ich hier. Eisenerz habe ich. Ja, nicht so, dass wir keinen Bedarf an Eisen hätten, ne? Mehr reichlich. Nee, ja, kaputt. Ja, schnell kaputt. Das Schöne ist, wenn wir jetzt Eisen haben wieder, da kann ich eine Spitzhacke bauen und mit der eine andere Spitzhacke bauen und da unten das Gold mit abbauen. Wo war denn das? Wo war denn diese komische Höhle? Irgendwo, ne? Ja, hier war sie.
Ich jetzt auch mal Fackeln anbringen. Hab ja jetzt wieder welche. Wow! Nett. Alter. Und du bist mit mir. Mehr. Was ist das? Die Rüstung ist gut. Richtig. Ich glaube, ohne Rüstung, so doof wie ich mich gerade angestellt habe, hätte er mich gekillt. Und ist dann noch irgendwie eine Fledermaus gemacht. Die sind lieb. Zumindest glaube ich das. Die fledert nur so vor sich hin. Grün, was ist denn grün? Grün. Oh, grün geht auch kaputt. Super. Nee, das habe ich auch noch nicht. Ein Endportalrahmen, den habe ich im Too Many Items habe ich den gehabt und so. Aber hier in den Höhlen oder bei den Spielen habe ich auch noch nie einen gefunden. Auch keine Monster-Spawner oder so. Hallo. Hast du? Ja. Irgendwo brummelt hier was. Hörst du das? Irgendwo brummelt hier. Irgendwo brummelt. Brummelt hier. Genau, mal. Die brummelt aber nicht. Muss so was anderes sein. Da, ah, guck mal. Hallo. Einer Grummel. Noch einer. Grummelt noch einer. Guck mal. Kommst du denn her? Welche Höhle kam der denn? Frisch gespawnt oder was? Geht das wieder was? Wohin? Nee, den habe ich noch nie. Also ich habe leider sowas noch nie gefunden. Nee, leider nicht. Leider nicht. Schön wär's gewesen. Monster, noch was, oder? Boah, das sind immer weitläufige Höhlen. Die hier verläuft dann. Oh, da kommt aber auch kein Notarzt mehr oder so. In den Zug. Guck mal. Nehmen wir auch noch mit das Eisen. Ich muss wohl für diese anderen Materialien hier unten tatsächlich jetzt Eisenwerkzeuge bauen. Sonst zerstöre ich die Blöcke nur und da nichts bei raus. Da oben haben wir eine Fledermaus. Wo ist doch rum? Auch noch Lava drin. So, falls ich mich nicht schon verlaufen habe, versuche ich jetzt erstmal hier wieder rauszukommen. Hier vielleicht? Jo, da war's. Ja, was geht da? Genau. Weiß ich nicht. Was geht denn? Ich gehe ab, glaube ich. Oh. Bohnen, auch noch was? So, jetzt haben wir erstmal
ordentlich Eisen gesammelt. Ich wollte eigentlich unten von dem Teich noch ein bisschen Lava mitnehmen, ne? Wenn ich schon mal da unten bin. Das mache ich auch. Wenn wir übrigens an einer Ecke mal schon mal hier so ein bisschen Lava entnehmen. Ja, die fließt tatsächlich nicht komplett nach. Und die nehmen wir schon mal mit hoch. Dann werde ich jetzt aber auch diese Lava hier nicht weiter verschwenden, erstmal nach oben. Sondern dann wirklich jetzt mal Kohle oder Holz dann nehmen für den Ofen. Wie sollte ich mal eine normale Treppe reinbauen? Das komische Gehuppel da, das ist ja nicht normal. Jetzt hier. Runter. Da sind ja schon wieder Viecher. Mehrere oder eins? Geh weg. Oh. Einen nachfüllen. So. Mal wieder gesaved hier die Lava. Nö, kuschelt wird nicht. Nö. Mach schön brav sitzen. So, so genau, Eisen. Eisen. Eisen vereisen wollte ich. Irgendwo hatte ich jedoch. Lass mal Kohle nehmen jetzt. Haben wir ja inzwischen auch genug von. Was war eigentlich Lapis Lazuli? Tut sie nix. Muss ich auch mal gucken. Für irgendwas ist, sind ja diese 1000. Hey, ich habe eine Karotte. Wo habe ich denn die Karotte her? Ist das ein Mob fallen lassen? Mensch, du kennst dich ja aus. Das ist, Wahnsinn. Okay. So, dann hier. Das Lazo kenne ich. Rüstung. Verzaubern. Oh, da kann ich mit dem blauen Teppich mitmachen, ne? Aber die Karotte ist gut. Ich habe eine Karotte. Also ich kann jetzt zumindest anlocken. Ja, lesen. Lesen bildet, ja. Stimmt. Sollte ich auch häufiger tun. Zumindest hier für die Spiele. Eisenerz hoch. 48 Eisenerz, das ist klasse. Kann man jetzt richtig was draus fertigen. Sehr schön. Jetzt erstmal die Bruchsteine hier mal wieder loswerden. Jetzt ist der Eimer so ein bisschen gewühlt da unten. Schauen wir mal, wie der Bruchstein zusammen. Das geht so schnell, ne? Geht so verdammt schnell da unten. Da kann sie gar nicht gucken. Na, nun. So, natürlich unseren produzierten Stein hier wieder hochschmeißen.
So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein oder lasst mir ein Follow oder ein Like da oder ein Abo bei YouTube. Macht's gut, bye bye.